Moin, moin, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind hier gerade bei den Fahrern, weil jemand im Chat gerade gefragt hat oder gebeten hat, dass ich mal die Stärken zeige, weil wir zur neuen Saison eventuell schon einen besseren Fahrer holen sollten. Und aber man sieht, die sind gerade alle nicht interessiert. Sowieso gerade niemand interessiert einfach. Ja, Nick de Vries, weil er keinen Vertrag hat. Richard Verschoor, okay. Ja, aber das würde ich nicht wollen. Ich würde dann schon lieber einen stärkeren Fahrer haben wollen. Mal gucken, ich denke mal, vielleicht gerade einfach keine gute Zeit dafür. Deswegen haben die eher gerade wenig Bock auf uns, würde ich mal behaupten. So, wir gehen aber erstmal zum Rennwochenende in Singapur. Eine coole Strecke. Ja, der ist gut, nur wir haben halt schon mit Pusher, also mit Theo Pusher einen 77er zu 181 und da würde ich halt gerne einen richtig guten haben. So einen mit 85, 86, 87. Das wäre eher so mein Plan. Und hier geht die ja, anscheinend gerade nicht, aber wir gucken mal. In den nächsten Wochen schauen wir noch, ne? So, Laufplan direkt 30 Runden. Mick, ja. Der Mick ist halt so Standard, ne? Habe ich auch kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, komm, nimmst du mal jemand anderen und nicht Mick Schumacher, nehmen halt so viele immer. Was ist okay für nur, ja, für ein Let's Play wollte ich mal hier aber ein bisschen was anderes bieten, ne? Sozusagen. Ja, ich glaube, das Getriebe wird dann auch irgendwann wechseln müssen. Ja, ES meine ich eher gesagt. So, das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Bei Yuki kann ich mir auch gut vorstellen, dass er noch einmal alles ändern muss. Mal schauen. So, kannst direkt raus und dann wollen wir mal beide auch direkt losstecken. Zack, überspringen. Auch darauf achten, dass beide direkt raus sind, nicht wie vorhin im letzten Training, wo wir vergessen haben, Theo rauszuholen. Nein. Ich finde, das sieht ganz cool aus hier. Die Map irgendwie hat was. Sieht so ein bisschen abgespaced aus. So. Wie sieht's aus mit meinen Reifen? Scheiße, Theo, Yuki. Scheiße! Was interessiert dich das? Du sollst mir Feedback geben zum Setup, nicht zu den Reifen. Auf die Reifen kannst du kacken. Aber einfach mal einen kleinen Bummer da rauslassen. Einen kleinen Peter hinterlassen, ne? 4 von 5, 4 von 5. Ja, wie ist denn wenigstens an der Balance? Der Balance ist gut. Die Balance ist kacke. Moment, wie kriegst du jetzt die Bremsstabilität dahin? Moment, Moment. Ah, so. Ja, machen wir es mal so. What is the limitation, Yuki? Ja, hör auf mich anzuschreien, Yuki, ist doch gut jetzt. Meine Güte, was ist los mit dem? Aggressionsprobleme. Er sieht harmlos aus, ne? Aber wenn er mal hier schlechte Laune hat, dann. Der ist schlimmer als ich, wenn ich Hunger habe. Wobei, ne, eigentlich nicht. Das geht nicht. So impulsiv, ja, richtig. Also richtig hier. Wenn es nicht nach ihm läuft, dann. Muss aufpassen, es gibt ein paar Nackenschellen hier. Von Yuki. Ne, 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 schlechtes Team, nein, nein. Wir sind so. 11 bis 16 immer. Was da so angezeigt wird bei den ganzen. Hin und wieder gibt es ja immer so eine Nachricht. Wo irgendwas getestet wird und dann sind wir immer so auf dem Rang 11 bis 16. Bei einem glaube ich sogar 9. Aber wir sind mittlerweile auf jeden Fall besser als Alfa Romeo schon mal, ganz klar. Und in der Konstrukteurs-WM sowieso. Ach, es ist feucht. Ich bin dumm. Ich habe nicht drauf geachtet einfach, ne? Kompletter Regenbefall, kann man sagen. Yo, übertreibt doch direkt. Ja, stopp, stopp. War Regenreifen? Nee, ne, kommt noch nicht. Ganz kurz nur Regenreifen und dann macht das keinen Sinn. Dann kriegt die Indoors. Aber wäre cool, wenn das auch im Rennen so wird, ne?
Oh, man kann schon ein bisschen anpassen. Wobei, nee, eigentlich noch nicht. Macht noch gar keinen Sinn. Losschicken. Ja, ja, ist gut. Oh, raus. Und losschicken. Komm, ab 3 mm, ne? Ist dann viel Regenreifen. Stimmt oder habe ich recht? Okay, also auch das sind höchstens Inters. Gut. Gut zu wissen. Ich versuche mir das immer genau anzugucken, um das besser zu erkennen, ne? So, unsere Wetterstation wird ja gerade auch ausgebaut auf Stufe 4 von 5. Ich würde schon gerne heute mal beide auf 100% kriegen. Mal gucken. Fühlt sich gut an. Das ist doch schon mal eine gute Basis, auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aha. Aha. Wir nähern uns an. Ja, fast. Fast. Ja, fast. Ja, 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 aha, aha. Muss aber ein bisschen nach links. In die Richtung. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Das sieht doch schmackhaft aus, ja. Ich sehe immer dann so die Mechaniker, die das ändern so. Oh ja, und das ist jetzt schmackhaft. Oh, da habe ich schmackhaft gedreht. Mm. Oh, das sieht gut aus. Mm. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Mm, getroffen. So, mehr würde ich nicht machen. Peter, kannst du mir mal den 17er geben? Ja. Oh ja, oh, das ist schmackhaft. Hab ich gut gedreht. Oh, geil. Das wäre ich als Mechaniker. 1 zu 1. Ja, es ist noch. Komm, könnt ihr ruhig fahren noch. Gleich wird es wieder trocken, nasser. Ja, mit den Reifen sieht's geil aus. Alle super, fahr weiter. Und meckert nicht. Stellt keine unnötigen Fragen, meine Lieben. Yugi. Ja, es ist wieder feucht. Seht ihr, es ist wieder feucht. Also warum sollte es dann in die Box fahren? Zielflagge, Zielflagge. So, Training Nummer 2. Bewölkt. Schade, kein Regen. Hätte ich gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch gleich regnen wird, aber müsste eigentlich, oder? Zwischen T1 und T2 ist ja meistens kein so großer Unterschied. Und so wie es ganze Zeit regnet, denke ich mal, wird es jetzt auch noch nass sein. Ja, 3,81 sogar, krass. Aber nur ganz kurz, aber bis dahin. Können wir noch gut fahren, auf jeden Fall. Oder muss man ab 4 mm Regenreifen nutzen? Ich weiß das irgendwie nie, ne? Ich vergesse das immer wieder. Immer wieder vergesse ich das. 4 mm, okay. Dankeschön, Freddy. Na? 94%, super. Jetzt geht kurz mal raus. Wir werden noch kurz gucken. Wie lange wird es denn noch so krass regnen? Ich kann auch mit ihm eigentlich rausfahren, ne? Ja, Enter 1 Wifi, ja, genau, genau. Er macht keinen Sinn, jetzt die Softs oder Mediums zu nehmen, dann crasht er aber sowas von raus, ne? Also voraus und jetzt T2 und T3 weiterfahren. Auto fühlt sich gut an. 91. Traktion muss noch besser werden, komm. So, ja, ja. Ja, das könnte geil sein, ne? Das könnte einen schon
gute Gefühle geben. Ja. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Das ist schon eine geile Brise. Machen wir mal so. Das braucht so lange, die Konfiguration. Ach komm. Da kann ich doch gleich schon mal direkt andere Reifen nehmen, ne, eigentlich. Ja, Yuki kriegt direkt andere Reifen. Oh, da kriegst du Mediums und los geht's. Ich warte noch 2 Minuten. Doch, jetzt kannst du raus. Ein paar Runden bisschen aufpassen, dann wird er schon. Ja, komm. Und jetzt zack, runter und dann ist es trocken. Ja, stimmt, eigentlich kann ich Theo eigentlich auch schon reintun wieder, aber ich warte noch kurz. Ja doch, Stopp ankündigen. Ist besser. Es ist trocken. So, du kriegst auch Mediums. Und raus mit dir, Theo. VSC aber jetzt nicht wegen uns, das ist gut. Ah, Gasly ist raus. Apropos Gasly. Ob ich den immer noch holen soll, Schufkio? Spaß beiseite. Da haben die 87 haben ihm dann nicht geholfen, dem Pierre. Wie ist die Ending? Warum hat Boucher eigentlich 6% oder 8% weniger Streckeingewöhnung? Wahrscheinlich braucht er einfach länger, oder? Wahrscheinlich muss er mehr Runden fahren. So verstehe ich das. Und? 95, sehr gut. Supi. Und jetzt durchfahren, mein guter Yuki. Wir können im dritten Training auch schön bis zum Ende durchmachen. Und beide werden 100% locker schaffen. Also sowas von locker. Ja, geil, wenn man hier wirklich auf den Riesenrad so oben ist und es bleibt stehen, das Riesenrad, dann kannst du schön von oben dir das Rennen angucken. Klar, hier siehst du nicht alles, ne, weil hier so ein bisschen ein paar Gebäude sind, aber hier würdest du alles sehen, da in die Richtung. Und das wäre hier halt so schwierig einsehbar, aber schon eine geile Kulisse, ne? So, das hätten wir. Klarer Himmel, sehr gut. Und kein Sprintrennen, ganz wichtig. Es ist gut, dass die beiden jetzt hier Mediums haben. Den Tank richtig mal auffüllen. Und dann hoffentlich bis zum Ende einfach durchfahren. Simulieren würde ich ungern machen, weil da können wir gerne raten, aber ich denke mal, bei Simulieren werden die nicht ganz Zeit rausfahren, oder? Oder jetzt in dem Fall wie jetzt hier, wo ich ein gutes Setup habe und ich will einfach nur Streckeneingewöhnung, hätte ich jetzt einfach simulieren können und hätten dann auch locker die 100% oder wie sieht's da aus? Ich hasse es, wie meine Haare aussehen, wenn die lang sind. Ich habe so einen teilweise sind die einfach so komplett gerade. Und das hier auch, ne, so ein richtiges Kanisterkopf. Warum können Haare nicht einmal geschnitten werden und dann bleiben die einfach so? Und jetzt, wie andere das teilweise machen, jede Woche oder alle 2 Wochen zum Friseur zu gehen, denke ich mir so, nein, kein Bock. Erstens zu teuer, zweitens, nee, wäre mir zu schade die Zeit. Und je länger meine Haare sind, desto eher sieht man bei mir halt schön diese Ecken hier, ne? Die habe ich halt immer, ne? Die werden jetzt auch nicht irgendwie schlimmer. Und ich meine, mein Vater, mein Großeltern hatten alle Haare, die hatten nie eine Glatze, also da muss ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Und dann trotzdem sieht das so kacke aus, ne? Bin schlimmer als eine Frau, teilweise. Aber ich sehe mich ja ganze Zeit, wenn ich streame, das ist ja das Schlimme. Ja, ihr schafft locker 100%.
ihr beiden geilen Burschen. In Singapur werden erstmal Punkte gesammelt. Vielleicht. Maybe. Unter Umständen. Aber durchfahren sollten die schaffen, ne? Ja, die Hälfte haben wir schon geschafft. Genug Benzin da. Reifen sind nicht kaputti. Moin, Jesus! Was geht? Alles gut bei dir? Und botterst raus. Na, bist du morgen auch dabei? Wieder bei ProClubs? Das ist super. Denk schon. Ja, perfekt. Ich weiß noch nicht genau die Uhrzeit, aber so um 8 Uhr. Oder schreibt euch direkt mal rein hier in Discord, dann kann jeder mal gerne abstimmen. So, könnt ihr gerne einen Haken machen, wenn ihr dabei sein wollt im Teilnehmerchat. 5 Minuten noch, beide haben es geschafft. Kein Bock, die gerade reinzuholen. Soll weitermachen. Beide 97% insgesamt vorbereitet. Gute Voraussetzung. Hallo und willkommen zu... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Qualifying. So. Und bei Yuki haben wir eh nichts geändert. Ich mach das raus, eine Runde mehr. Das raus, eine Runde mehr. So. Jetzt habe ich mir das nur gemerkt vom letzten Rennen, genau wie ich das machen wollte. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig machen werde. Ich finde es immer komisch, dass sie hier links rausfahren. Also ungewohnt. So. Aggressiv. Druck machen. Druck machen. Aggressiv. Und jetzt, warte, wir haben 7,3 hatten wir. Das heißt, wenn wir, machen wir mal 2 Kilo, dann verlieren wir nochmal 2 Kilo. 3,2, und dann würde ich es eigentlich schnell fahren, das macht dann keinen Sinn, ne? Hm. Dann machen wir noch einmal sparen. Machen wir jetzt, komm, oder? Ich will das mal kurz im Auge behalten. Okay, beide haben eine Zeit, sehr gut. Und auch eine gute Zeit. Ja, doch, hat gut funktioniert. Hat doch gut funktioniert. Sorry, dass ich mir gerade die Zeit nicht angeschaut habe, sondern ich muss das kurz mal einmal komplett in 16-facher Geschwindigkeit mir anschauen. Um dann genau zu sehen, ob ich das richtig mache. Und jetzt kommen die perfekt rein. Ja, gut. Das war doch super. Jetzt können wir nochmal neu konfigurieren. Dann machen wir wieder nur eine Runde und dann planen wir halt 2 fliegende Runden. Beziehungsweise insgesamt 3 Runden zu fahren. Ich hoffe, das wird richtig sein. So eine Rundenzeit dauert 1,30, sagen wir mal, bei uns ein bisschen länger. Machen wir mal 1,33. Das heißt so 3 Minuten 6. Plus man braucht noch ein bisschen mit rausfahren und so weiter. Lassen wir uns mal so bei knapp unter 4 Minuten fahren wir raus.